Willkommen zurück bei Griffelkind 666. Heute testen wir etwas ganz Verrücktes, und zwar werden wir die liebe Nana als Marksman spielen. Ich habe einen kompletten Marksman-Bild aufgebaut. Wir nehmen tatsächlich auch das Marksman-Emblem. Wir spielen im klassischen Modus. Ich gucke mal einfach, ob Nana sich als Marksman beweisen könnte. Mich interessiert das Ganze einfach total. Wir suchen gerade das Matchup und ich hoffe einfach mal, dass ich auch noch ein relativ gutes Team finde. Also, dass wir mit allen bestückt sind. Tanks und sonstige Sachen. Leider ist die Wartezeit jetzt vorm Match ein bisschen länger. Dadurch, dass ich jetzt erst gestartet habe, während die Aufnahme schon begonnen hat. Ich hoffe einfach, ihr habt Spaß daran und seht, dass man Nana vielleicht auch als Marksman spielen kann. Das wird mein erster Test. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Ich nehme natürlich dann stattdessen auch Retribution mit, um einfach die Monster im Wald am Anfang schneller killen zu können. Das wird, glaube ich, mein Team ein wenig ärgern und sie werden ein bisschen schockiert sein, was ich da für ein Bild genau zauber. Der Schlachtzauber bringt mir jetzt nicht gerade viel. Stattdessen nehme ich jetzt, glaube ich, Purify gleich mit, kurz vor Ende, damit halt noch nicht bemerkt wird, was das Ganze für ein Bild sein soll. Sie werden wahrscheinlich ein wenig irritiert gucken. Und eventuell werde ich als Marksman auch total versauen. Ich habe so ein Video mal auf YouTube gesehen. Mich würde einfach mal interessieren, ob das Ganze auch so machbar ist. Ich switch auf Purify, um einfach den Stun-Effekten wegzukommen, obwohl ich damit als Nana kein Problem normalerweise habe. Vielleicht sollte ich auch einfach den Flicker mitnehmen. Ja, werden wir tun, um den Gegnern hinterherzukommen. Ich baue sie einfach mal komplett um. Ich bin gespannt, was das Ganze wird. Ich hoffe, ihr auch. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, tut es doch einfach, falls ihr Spaß an Mobile Legends Videos habt. Eventuell könntet ihr meine Videos ja auch liken, wenn es euch gefällt. Kommentare sind auch gerne gesehen, welcher Challenge ich mich vielleicht noch stellen soll. Eventuell noch einen anderen Mage als Marksman zu spielen oder einen Marksman vielleicht mal in eine andere Rolle zu packen. Popple und Cooper zum Beispiel als Tank fände ich auch mal ganz interessant zu sehen. Was würdet ihr davon halten? Kommentiert doch einfach mal, inwiefern ihr das gerne sehen würdet. Ich meine, so ein aufgebauter Cooper mit voller Rüstung könnte interessant werden für die Gegner. Natürlich dann auch kein anderer Tank mit dabei. Ich würde ihn gerne als wirklich als einzigsten Tank spielen. Fände ich halt sehr interessant zu sehen. Ja, jetzt werden sich wahrscheinlich meine Teammates über mein Bild ein wenig wundern. Ich hoffe jetzt natürlich, ich versaue nicht die Siegesserie von anderen Spielern oder sonstiges dadurch. Ich werde mich konzentrieren, nicht oft zu sterben und meiner Rolle gerecht zu werden. Ja, wir sind gespannt, was dabei rumkommt. Das Match beginnt. Wir starten direkt los. Ich werde trotzdem meine Rolle als Nana in der Mitte am Anfang einnehmen, da ich ja eigentlich die Mage-Klasse bin. Werde dann als nächstes zum Grasshopper laufen, glaube ich, wenn sich nicht zu viele Gegner in der Mitte tummeln. Und dann versuchen natürlich, da weiter voranzukommen. Ja, da kommt mir natürlich direkt dummerweise die Fasche entgegen, die ich nicht mit gerechnet habe, die mir erstmal voll in Schaden drückt. Und Mascha auch noch. Ja, super. Also beschissener kann der Start nicht laufen, um irgendwie zu farmen als Marksman. Da kommt jetzt wieder Fascha, die mir da wieder Schaden drückt. Und ich werde halt komplett direkt am Anfang überrannt. Zwei Gegner sind am Anfang einfach viel zu viel für die liebe Nana. Ich muss mich direkt einmal recallen und meine Lebensenergie wieder auffüllen, da ich einfach zu hart von zwei Leuten direkt attackiert wurde. Ich weiß auch nicht, warum so viele jetzt gerade auf keine Lane gehen. Der Bruno hängt noch immer nicht in der Bottom Lane, wo er eigentlich schon lange sein sollte, obwohl er seinen Buff bekommen hat. Ja, keine Ahnung. Ich finde einfach, er sollte jetzt nicht da die Minions farmen, sondern sich direkt mal um die Lanes kümmern. Weil dadurch geraten wir gerade in ein blödes Spielchen. So, da drücken wir dann auch dafür den Leuten jetzt ein wenig Schaden. Als kleine Revanche dafür, dass sie mich am Anfang so unter Druck gesetzt haben. Ich bin nicht gestorben, das war mein Ziel an der Sache. Musste auch nicht mein Käterchen zum Wegrennen benutzen. Das heißt, wir können einfach weiterfahren. Level 3 haben wir erreicht. Gucken, ob wir jetzt irgendwo schneller vorankommen. Der Turm wird ein bisschen unter Druck gesetzt. Ich habe jetzt allerdings keine Monster irgendwo, die ich da zusammenfarmen könnte. Wäre, weil Bruno sich da alles wegnimmt, aber jetzt in die Top-Lane wechselt. Ich verstehe gerade irgendwie nur ein wenig Bahnhof. So unter Druck saßen die da oben jetzt eigentlich gar nicht.
Ja, hallo, liebe... ich weiß den Namen gerade gar nicht von dem Charakter, ohne Witz. Fällt mir einfach nicht ein. So, jetzt gucken wir natürlich am Ende des Matches, wer der bessere Marksman ist. Ist es Bruno oder bin ich es? Wer holt mehr raus aus der ganzen Situation? Wir holen uns eben auch schnell noch die Coin Turtle, Coin Crab und ziehen dann weiter in Richtung Lanes zerstören und ein bisschen zu farmen. Wir sind Level 4 mittlerweile, steigen uns weiter nach oben. Ich bin noch nicht gestorben, das ist halt mein Ziel. Ich darf jetzt gerade als Nana nicht wirklich verrecken, weil ansonsten komme ich, glaube ich, nicht hinterher mit dem ganzen System, was ich vorhabe. Ich werde jetzt mal ein bisschen Mana sparen, indem ich meine Attacken jetzt kurzzeitig nicht so wirklich gebrauche. Ich klaue jetzt auch mal ganz schnell den Gegnern eins seiner Monster. Ein Farm-Spot weniger, wo sie Erfahrungspunkte herbekommen. Das ist natürlich schon mal gut für uns. Da könnte sich sonst jemand dran laben. Ich gehe dann laben. Was für Ausdrücke benutze ich denn heute? Jawohl, und wieder ab zur Bottom-Lane. Ich übernehme halt dann wirklich mal die Marksman-Lane und farme mich weiter nach oben. Steige gleich auch in die Fights mit ein. Da wird uns jetzt leider, glaube ich, ein Turm geklaut. Mir könnte der Hanzu gleich begegnen tatsächlich. Ich gehe einfach mal fest davon aus, dass er da jetzt gleich mit seiner Hauptattacke reinkommen wird. Aber vielleicht kriegen wir den Turm ja vorher tatsächlich. Nein, leider nicht. Meine Attacke ist leider umgeswitcht. Ich habe leider dann einen Minion attackiert, anstatt den Turm weiterhin. Allerdings könnte sich das jetzt ändern. Wir holen eben den Turm auf der Botlane und dann gehe ich halt weiter zum nächsten Tower. Somit haben wir dann das erste Objective vom Gegner geklaut und müssten jetzt nur mit den anderen weitermachen. Jawohl, erster Turm ist gestealt. Wunderbar, jetzt heißt es mal kurz da in der mit verteidigen. In Hoffnung, dann da irgendwo wieder voranzukommen. Wir haben mittlerweile unsere Raptor-Machete, glaube ich, zusammen. Das heißt, die Minions, die Monster kann ich jetzt auch relativ schnell slayen. Was natürlich für Nana recht ungewöhnlich eigentlich ist. So, die brauchen da Backup. Das heißt, ich gehe jetzt mal in die Rolle und spiele auch kurz den Support. Mache aber kurz die Lane wieder sauber, wie immer. Und schaue dann jetzt einmal, dass ich irgendwo was geregelt kriege. Ich verwandle einfach mal die gegnerische Fascher. Und sie haut auch ab. Und dann steal ich mir tatsächlich die Turtle. Wunderbar, das hat auch so schön geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. So, der Estes muss unter Druck gesetzt werden. Zack, Estes wird mir eben verwandelt. Damit rechnet er gerade nicht. Nein, er kommt gerade noch raus aus dem Bereich der Verwandlung. Und da startet dann auch schon der Fight. So, unser lieber Hanzu legt da richtig los, das ist gut. Während dummerweise Mascha schon wieder alleine auf unsere Base zurennt. Ich flicker mich mal eben weg. Ich will halt tatsächlich nicht sterben. Kämpfe mich jetzt hier Stück für Stück weiter nach oben durch. Werd mal eben das... den roten, orangen Buff pushen, den sich dann Hanzu einverleiben wird. Nein, jetzt habe ich ihn gekillt. Das war absolut nicht meine Absicht, mir diesen Buff da jetzt zu gönnen. So, dann holen wir uns als Marksman jetzt unseren ersten Kill tatsächlich. Es hat die liebe Leslie getroffen. Dann unterstützen wir mal eben kurz gegen den blöden Hanzo. Jawohl, den haben wir uns auch noch geholt. Super gut. Die Taktik als Marksman geht bis jetzt sehr gut auf. Wir schauen einfach mal, ob wir noch irgendwo Gegner finden. Ich muss einmal kurz recallen wegen meinem Mana. Der Mana hält mich da tatsächlich jetzt gerade ein wenig zurück. Dadurch, dass ich meine Fähigkeiten einfach nicht weiter benutzen kann. Ich finde nur, der Bruno sollte mal eben da unten die Lane clearen, damit das Ganze einfach nicht zu weit in unsere Base vorrückt, weil sonst geraten wir langsam echt in Scheißsituationen. Ich drücke der Mascha noch ein. Ich komme nicht mehr weggeflickert, scheiße. Verwandle aber mal schnell. Mein Gott, da sterbe ich jetzt tatsächlich, glaube ich. Nein, die Teammates steigen noch mit ein. Ich habe überlebt durch meine Rückcall-Aktion, also wo ich mich in das kleine Männchen wegrenne, Männchen verwandle
Und dadurch haben wir tatsächlich die Gegner geholt. Ich habe 2 Assists bekommen, 2 Kills haben wir mittlerweile. Ich bin auch immer 0-mal gestorben, was mein absolutes Ziel war. Bruno sollte da jetzt bald die Turtle endlich getötet haben. Er wird aber von Fascha unter Druck gesetzt und rennt dann auch noch weg von der Turtle. Also er versucht, sie die ganze Zeit zu holen, aber steigt dann aus. Dann hole ich sie halt. Nein, Bruno hat es doch noch geschafft. So, da haben wir den 3. Kill als Marksman. Super gut gelaufen. Hier ist irgendwo ein Gegner im Busch. Nein, doch nicht mehr. Er ist weggerannt. Und wir holen uns schnell die Coin Crab hinterher. Pushen da weiter die Lane. Jawohl, läuft sehr gut. 3 Kills, 0-mal gestorben, 2 Assists. Ja, dummerweise kommt da jetzt die blöde Fascha angerannt. Ich flicker mich mal kurz zur Seite. Versuche da jetzt irgendwo gegen sie durchzuhalten. Sie kommt aber mit Estes in meine Richtung. Das heißt, ich komme in Probleme. Ich requeste einfach mal kurz Backup, da die zu zweit sind. Ich dummerweise alleine. Hau da mal mein Magic in den Busch rein. Schade ihnen damit auch. So, da kommt meine Unterstützung. Sehr geil. Das funktioniert. Wir Marksmannen uns hier durch. Nein, Hanzo! Ich hasse dich. Wir hätten das Match... Boah, wir hätten da so gut abgeräumt, wenn der sich da jetzt nicht im letzten Moment noch eingemischt hätte. Das ist richtig beschissen gelaufen. Schade war's. Hanzo hat es schlau gemacht. Der kam halt wirklich dazu, als wir gerade mit einsteigen und switchte zwischen sich und seine Teammates. Hat er da gut gesehen. Ich gucke mir das Ganze einfach mal ein wenig an, wie jetzt meine Teammates da weiterfightern. Ich weiß jetzt nicht, warum Aldur da mit fast keinem Leben in 3 Gegner reinspringt. Das konnte eigentlich nur schief gehen, sage ich mal so. Ja, unser Turm ist weg. Bruno und unsere Assassine interessiert das irgendwie gerade null. Der Bruno könnte gerade tatsächlich den Körper von Ding slayen, von Hanzo, tut es aber nicht. Mittlerweile sind hier so viele Gegner in der Base, dass ich da kaum noch irgendwas machen kann. Ich weiß nicht, was ich da noch tun soll. Also ich stehe hier alleine gegen die komplette gegnerische Team. Da kommst du ja nicht mehr hinterher. Kein interessiert. Bruno sieht es nicht, unsere anderen Teammates sehen es nicht. Die anderen waren zwar tot, aber was soll man denn da machen? Wow, unser Marksman bemüht sich dann mal in die Teamfights mit einzusteigen. Ich meine, ich bin auch Marksman, aber irgendwie ein bisschen genervt davon, dass er da versucht, nie mit reinzukommen. Ja, jetzt holt er sich die Kills höchstwahrscheinlich. Aber ich mir auch. Ich lasse mir das nicht nehmen. Da jetzt Leute zu töten, den kriege ich noch. Ja, super. Er kriegt das Maniac dadurch, dass er als letztes mit einsteigt. Er hat die Level einfach schon höher und macht natürlich oft mehr Schaden als ich. Riecht mich natürlich trotzdem auf, da er halt einfach die ganze Zeit gewartet hat. Was ich persönlich irgendwo blöd finde. So, jetzt wird mir wahrscheinlich Hanzo dafür sein Ultimate auf den Kopf hetzen. Aber wir spielen weiterhin Nana relativ zufriedenstellend. Ich habe, wie gesagt, einen Tod erst. Ich habe meine Teamkills. Ich habe meine eigenen Kills. Ich bin gar kein so schlechter Marksman gerade mit Nana. Und räume da jetzt weiterhin fleißig ab. Ja, die gegnerische Mascha versucht doch gerade den Lord zu holen. Das heißt, ich pumpe die da jetzt mal voll mit Schaden. Versuche auch noch den Lord zu stehlen. Oh, wir sehen gerade, wir sind fast tot. Das heißt, ich muss mich mal kurz zurückziehen. Der Bruno muss das da unten mal eben alleine regeln. Jetzt rennt er mir da noch hinterher. Ich kriege eine Krise. Jetzt geht's los. Hanzo legt los. Ich verwandle aber wenigstens mal kurz den gegnerischen S-Test. Muss mich dann leider Gottes zurückziehen, da einfach noch zu viele Gegner gerade leben. Aber der Bruno macht jetzt tatsächlich einen fantastischen Job. 6 Kills hat er, jetzt wieder seiner Rolle als Marksman extrem gerecht. Ich versuche jetzt einfach mal den Lord da aufzuhalten. Irgendwie, die Fascha läuft mit. Das ist natürlich richtig ärgerlich. Allerdings könnte ich sie dann schon mal ködern, indem ich hier in dem Busch meinen Hasen gleich abstelle und schaue, was passiert. So, der Hase ist drin. Das heißt, falls Fascha mitkommt, wird sie auch verwandelt werden. So, die Fascha wird mal kurz unter Druck gesetzt. Die wird jetzt den Zauber reinhauen. Wir flickern uns weg, schmeißen nochmal einen neuen Hasen. Ich hoffe, wir kriegen die Fascha jetzt irgendwie down. Unsere Assassine hat da ihren Job wunderbar gemacht und sie da weggeholt. Das heißt, für uns dürfte der Lord jetzt gerade kein Problem werden. Der Gegner steht allerdings noch immer besser da als wir.
So, jetzt feuere ich da meine Geschosse drauf ab. Bruno auch. Super gut gelaufen. Lord ist tot. Wir ziehen weiter. Ah, da ist die gegnerische Leslie. Die wird mal jetzt verwandelt. Und wir laufen weiter in Richtung gegnerischer Base jetzt gleich. Wieder gerade eben so überlebt. Die Mascha ist verdammt schnell unterwegs. Ich komme da halt einfach nicht weg vor ihr. Sie rennt hier durch die Gegend wie bekloppter, wo ich zeitlich nicht hinterherkomme. Ich bin Level 12 mittlerweile. Mir fehlen noch 3 Items, die ich gerne hätte, um einfach mal zu gucken, wie Nana im Fullbild Marksman im hohen Level aussieht. Ob das Ganze irgendwo Druck, den Gegner unter Druck setzen wird. Oder ich da überhaupt irgendwas reißen werde. Auf jeden Fall ist es schon mal geil, wie schnell ich die Minions mit meiner normalen Attacke tatsächlich abräumen kann. Das macht halt schon irgendwie Spaß, sage ich mal so, bei Nana solche Physical Damage Schäden zu sehen. Es wäre natürlich schön, das Match zu gewinnen. Ich hätte natürlich gerne ein paar mehr Kills gemacht oder irgendeine coole Killreihe gemacht. Vielleicht kriegen wir das ja noch irgendwie hin. Ich werde mir jetzt da mal eben den blauen Buff stehlen. Sehr schön, da kriegt der Gegner jetzt mal ordentlich auf die Mütze. Wir slayen mit. Wir slayen mit. Sehr schön. Ich habe auch 2 Kills geholt. Jetzt läuft das Ganze. Unsere Marksmänner sind aufgebaut. Auch ich als Nana mache jetzt endlich meinen Schaden, den ich haben möchte. Ich klaue mir jetzt tatsächlich noch den orangen Buff dazu. Zack, zack, da haben wir ihn abgegeben. Wunderbar. Auf geht's in den gegnerischen Turm. Verwandeln wir die blöde Mascha. Da hole ich mir dann noch die Mascha hinzu. Der Hanzo wird sich jetzt auch gestealt. Snacken wir uns ihn weg. Sehr gut. Unsere liebe Nana im Fullbild Marksman macht hier ordentlich Schaden. Das bringt einfach Laune, Leute. Seht ihr das, wie wir hier die Gegner wegrasieren können tatsächlich? Das ist einfach irgendwie geil, die so zu spielen. Wir verwandeln diese blöde Leslie, drücken ihr dann auch direkt meinen Magic-Schaden rein und noch... Oh, ich greife den falschen Gegner an. Aber vielleicht stirbt Estes. Estes stirbt. Sauber, da haben wir noch einen Kill geholt. Estes ist tot, auch Marksman-Bild ausgelöscht. Super gut, Leute. Starten wir durch. Nana räumt hier ordentlich ab. Mein Gott, ich sollte hier öfter als Marksman spielen. Das bringt ja richtig Laune. Wir räumen auch direkt die gegnerische Base ab. Setzen da noch einen Gegner rein. Damit haben wir das Match, glaube ich, gewonnen. Mascha kriegt da auch noch ein paar ordentliche Hits mit. Vielleicht kriegen wir den Kill auch noch. Den hätte ich auch noch bekommen. Wie ärgerlich ist das denn? Es war eine geile Runde. Es hat Spaß gemacht. Absolut. Nana als Marksman zu spielen mit einem Marksman-Bild bringt mega Laune. Wir sind MVP geworden. Unglaublich. Haben Kills ohne Ende geholt. Leute, es war einfach geil. Ich feiere das total. Wir haben 30% des Schadens ausgemacht. Ich habe mehr Schaden als der richtige Marksman verursacht. Was will man mehr? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wenn es wieder heißt Mobile Legends mit Griffelkin. Ciao!